Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier heute bei mir auf dem Kanal. Das Survival Magazin Februar, März, April. Ich hoffe, ich bleibe mal unter 5 Minuten. Wir schlagen auf, was ihr hier oben seht. Ist einfach so wahllos aufgeschlagen. Das ist nicht synchron mit dem, was ich jetzt hier sehe. Survival Magazin rausgebracht vom Wieland Verlag. Ich habe nachgefragt, darf ich das zeigen? Okay. Nur falls jemand fragt, wie sieht es aus mit dem Copyright oder Urheberrecht. Gleich zu Anfang Inhaltsangabe, ein Vorwort vom Chef de Baguette, vom Wieland, persönlich. Inhaltsangabe, Equipment, Victorinox, Outdoor Master, Bushcraft Essentials, Bushbox Set, die hatte ich auch schon, Kruzibäck, Schlafsack, essbare Pflanzen, Survival Mythos, zurück in die Wälder, Outdoor-Rezepte, Nusskaramell, Ausrüstung reparieren, Small Game Hunting mit kleinem Kaliber, autark leben, Interview mit Elliot Schoenfeld, Post an die Redaktion, gemütlichen Robust Branded, das ist eine Firma, die ist nicht so weit weg von mir, also in Köln sind die, Schöffel Knitted Hat, Sun Peaks, lang und leicht Pili Air Long Case, cool, frisch gebrüht, ey Leute, das ist mal eine Ausrüstung, die muss man draußen haben. Also wenn man nicht auf Cowboy-Kaffee steht oder auf diesen Tütchen-Kaffee. Ja. Sea to Summit Brew Kaffee-Filter. Wichtig. Petromax Waldmack für Waldläufer. Übrigens, das hier ist ein Ridgeline Pintail Explorer Smog. Den hatte ich jetzt an der Nordsee mit dabei. Phoenix Taschenlampen, Wassermarsch. Das Gute an so einem Heft ist nicht die Ausrüstungsseiten, ja, wo Sachen vorgestellt werden, die man eben nicht so überall auf YouTube findet. Ne? Helinox, Petromax Loki 2. Oh. Ein Ofen fürs Zelt oder sowas. Zeltofen, ja. Auf warmen Sohlen. Expert Camp Booty. Beiträge von Oliver Lang Geoffroy. Von Vanessa Blank. Ach, die sind alle hinten, glaube ich, gezeigt. Wo kriegt man seine Trainings? Deutschland, Österreich, Schweiz. Überlebenskunst.at, ja. Wieder etliche. Guck mal hier. Eine Kuxa. Interview mit dem Elliot Schoenfeld, also das schon. Der macht es richtig. Survival Magazin Workshop. Habe ich. Bon. Joe Vogel schießt. Strom für Outdoor. Helikontext. Oh, wen haben wir denn da? Dave Canterbury im Survival Magazin. Helikontext Ambassador. Okay. Sophie Mutlu. Outdoor wohnen, gut vorbereitet. Knopfhoff, Know-how, Knopfhoff, ich kenne es auch von Knopfhoff, die Knopfhoff-Show, kennt die jemand? Halb Amerika sei aus Duct Tape und Draht aufgebaut, so Survival-Profi, Cody Landin, macht da recht. Also wer schon mal in Amerika war, der weiß es. Und ich habe mir auch schon mal Outdoors mit Duct Tape die Schuhe flicken müssen, wenn ich nochmal 30 Kilometer durch die Pampa latschen musste. Aber in den 80ern, da war Duct Tape nie so ohne weiteres. Ranger Bands, also steht hier Ranger Bands, Klebe flicken und so weiter. Das sind komplette Workshops oder Lehrgänge praktisch, wie man ja, sich behilft. Wildnismaschwerke und ganz wichtig, eine Kunst, die hier mittlerweile verloren gegangen ist, Flintknapping. Also das, die Zeitung ist nicht nur ein Katalog, sie ist ein Workshop, ein Ratgeber.
Und wie immer, gut zu lesen, kurzweilig. Ist allerdings nicht, was man sich im Bett durchlesen kann, weil wenn du nämlich vorne anfängst, hörst du hinten auf, ist die Nacht rum, ich sag's euch. Also wenn, dann lieber beim schönen Gläschen Rotwein oder wie es der Onkel Arthur macht. Beim Pfeifchen. So, kleine Vorstellung, was war der Preis? Ich habe es im Koblenz im das noch mal irgendwo in Koblenz gekauft. 5,95 erscheint vierteljährlich. Das kann man sich doch geben, oder? So, also ab zum Kiosk eures Vertrauens oder Abo. Ich guck mal, wenn ich irgendwo den Link finde zum Abo, packe ich den unten in die Beschreibung rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss, mein Dude, schwenkt der Hut, schwenkt ab und schwenkt die Karte.